Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mir gedacht, ich nehme euch heute mal wieder mit durch unseren Alltag und habt ganz viel Spaß bei dem Video. Zusammen. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe hier gerade unseren kleinen Theodor, unseren kleinen Mann, in der Trage. Der möchte schon gar nicht mehr runter. Ich habe schon langsam Kreuzschmerzen, weil er ständig getragen werden möchte, kleine Maus. Wir haben auch die erste Woche, wo wir alleine sind, also Valentin, ich. Und Theodor sind ganz alleine, der Papa muss jetzt auf die Arbeit. Irgendwann ist die Elternzeit halt auch vorüber. Und ich muss sagen, es ist nicht einfach, aber man kann es auf jeden Fall hinbekommen. Gerade am Anfang natürlich ein bisschen ungewohnt mit zwei kleinen Kindern alleine, aber ist jetzt auch nicht so schlimm, muss ich sagen. Ja, natürlich ist es immer besser, wenn man eine Unterstützung mit dabei hat, ne? Weil mein Mann hat mir immer schon sehr gut geholfen. Ja. Und jetzt ist man halt wirklich auf sich alleine gestellt. Jetzt muss ich alles noch einspielen, aber dann bekommt man das alles hin. Ich möchte mir gerade einen grünen Saft machen, weil wir immer noch etwas erkältet sind. Komm, Mausi. Weil wir sind immer noch erkältet. Aber zum Glück nicht mehr so stark wie am Anfang. Das war ja wirklich sehr, sehr stark. Vor allem Valentin hatte doch dann sehr starke Bronchitis. Hat sich alles auf die Bronchien gesetzt, der Schleim. Und ja, ich habe es halt auch. Und nur mein Mann ist ja wieder verschont geblieben. So ist das eben. So einen grünen Saft mache ich mir immer sehr gerne, wenn wir erkältet sind. Es gibt dann immer zusätzlich ja, Power und ist natürlich auch sehr gut fürs Immunsystem. Ja, was magst du da, Valentin? Du räumst der Mama wieder die ganzen Schubläden aus, gell? Man bekommt immer schön den grünen Mund. Und Valentin hat auch seine Spirulina-Tabletten hier wieder bekommen. Das stärkt dann auch wieder zusätzlich sein Immunsystem und das bekommt er eigentlich täglich, so viel er möchte. Weil die Kinder wissen einfach instinktiv, was sie brauchen und ja, von was sie gerade mehr benötigen und von was weniger. Deswegen sehen wir da jetzt nichts Schädliches, wenn Valentin da mal 20 Tabletten zu sich nimmt am Tag. Wir waren ja letzte Woche auch bei dem Laternenumzug. Video verlinke ich euch gerne mal hier oben. Und das war richtig, richtig schön. Da hat es ja auch angefangen, dass Valentin seine Erkältung bekommt, aber wir haben es auf jeden Fall noch geschafft. Und ich fand es auch einfach wichtig, dass Valentin ja, das auch mal sieht und so. Die Atmosphäre, die ist ja auch richtig schön bei so einem Laternenumzug. Eure Kinder auch immer regelmäßig die ganzen Schränke und räumen die Schränke aus. Also bei uns ist das wirklich täglich so, dass Valentin irgendeinen Schrank ausräumt und dann mit den ganzen Küchengeräten und Sachen spielt. Schreibt es doch mal in die Kommentare, wenn es bei euch auch so ist. Für heute Abend habe ich hier auch schon mal Mehl angesetzt, also zu einem Hefeteig. Das ist jetzt halb Weizen, halb Dinkelmehl. Und zwar möchte ich gerne eine Pizza machen, eine selbstgemachte.
Und da habe ich halt einfach jetzt Mehl, Salz, lauwarmes Wasser und Hefe verrührt. Und den lasse ich jetzt etwas ruhen, dass er aufgeht. Und heute Abend kommt ja noch etwas Mehl hinzu natürlich, weil es noch viel zu flüssig ist. Und dann wird er schön belegt und gebacken. Ich liebe ja Pizza, muss ich sagen. Muss ich eingestehen. Also Pizza esse ich doch sehr gerne. Ist wirklich eins meiner Lieblingsgerichte. Aber Pizza kann man natürlich auch gesund machen, gesund belegen und muss jetzt nicht immer gleich eine Kalorienbombe sein. Ja, Valentin räumt mir jetzt wieder die ganzen Schränke aus. Valentin, räumst du der Mama das aber bitte alles wieder ein? Merkt ja schon so mit zwei Kindern, wenn das eine Kind etwas größer ist. Also Valentin ist jetzt, wird fast zwei. Ja, das alles wieder aufräumen, mein Schatz. Ja, alles wieder zurück. Es ist schwieriger, den kleinen Mann zu beschäftigen, weil natürlich... Weil natürlich das Baby, momentan im Fokus ist und ständig bei der Mama. Ja, und so viel kann man natürlich dann auch nicht anfangen mit dem Großen. Man kann mal Bücher lesen, aber wenn auch so schlechtes Wetter ist, dann kann man auch nicht rausgehen. Also ist momentan doch ein bisschen verzwickt. Und deswegen werden wir Valentin auch, wenn er so 2 3/4 ist, in den Waldkindergarten geben. Vormittags, so 4 Stunden haben wir uns gedacht, ist auf jeden Fall noch eine Zeit hin, aber ich glaube, das tut ihm ganz gut, mal unter Gleichgesinnten zu kommen, dass er da sich auspowern kann, weil er ist wirklich ein Kind, das viel, viel draußen sein möchte und ja, ich gehe zwar auch mit ihm viel raus, eigentlich jeden Tag, aber ich glaube, das reicht ihm nicht so ganz. Wir gehen jetzt ein bisschen spazieren, ein bisschen raus, weil auch wenn man erkältet ist, braucht man frische Luft. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und das Wetter passt auch richtig gut. Valentin, was magst du denn da schon wieder? Ja, dann nur die Finger raus. Komm. Super. Hast du die Jacke selber zugemacht? Ja, toll. Die auch noch? Ja, dann mach mal. Ich werde die Mama helfen. Mal ziehen. Klasse! Bravo! Ha. Valentin wird ja auch immer viel, viel selbstständiger. Das ist Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Valentin, bringst du mal der Mama? Ja, kann man die Oma anrufen? Oh, Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Also er hat auf jeden Fall auch wieder einen Sprung hinter sich. Man sagt ja immer, wenn die Kinder krank sind, dann... gibt es dann auch wieder einen Sprung, einen Entwicklungssprung und man merkt das total. Valentin, durch die Wasserpfützen mag er ja am liebsten immer mit seinem Pucchilino fahren. Aber das hatten wir früher ja auch immer am liebsten gemacht, das weiß ich noch. Am Wochenende ist bei uns in der Nähe schon Kinderweihnacht. Und da werden wir wieder mit Oma und Opa hingehen. Nehme ich euch auf jeden Fall auch mit. Da sind wir schon ganz gespannt. Jetzt kommt ja bald Weihnachten. Und wir fangen auch so langsam an, Lebkuchen zu backen und Plätzchen. Und demnächst möchte ich auch gerne die Wohnung etwas weihnachtlich schmücken. Immer für die Kinder auch immer ganz schön. Die Vorweihnachtszeit, das hat schon etwas Magisches, finde ich. Hast du einen Stecken gefunden, mein Schatz? Ne? Ja. So langsam muss ich mich auch um die Weihnachtsgeschenke kümmern, weil es sind jetzt nicht mehr ganz 6 Wochen bis Weihnachten. Ne? Und da macht man sich natürlich Gedanken. Also für Valentin haben wir auf jeden Fall schon Geschenke so im Kopf, was wir ihm schenken möchten. Die werden auch demnächst bestellt.
Und Theodor ist ja noch ziemlich klein, aber der bekommt natürlich auch eine Kleinigkeit. Wir müssen nur immer schauen, dass wir für Oma und Opa auch immer eine Wunschliste schreiben, sozusagen, damit Valentin auch was bekommt, was er auch wirklich braucht. Und nicht, dass irgendwas geschenkt wird, was dann er doppelt hat oder einfach nicht bespielt wird. Ja, ist nämlich auch ganz wichtig, finde ich. Das ist ein kleiner Entdecker. Wenn er nächstes Jahr in den Waldkindergarten kommt, tut es ihm bestimmt richtig gut. Er muss alles überprüfen. Wir sind jetzt wieder zu Hause vom Spazieren, weil es hat richtig stark das Regnen angefangen. Und der kleine Mann hier hat auch schon wieder Hunger, deswegen mussten wir jetzt heim. Aber es hat auch gereicht, wir waren jetzt eine Stunde draußen. Das reicht dann auch. Jeden Tag eine Stunde ungefähr spazieren an die frische Luft. Ja. Und ja, nach circa 2-3 Stunden möchte dann der Kleine auch wieder was essen. Deswegen muss man da auch immer flexibel sein. Hoho, wow, Valentin. Willst du denn Mama ein bisschen? Schau mal, es muss aber alles hier rein, ne? Ein fleißiger Helfer bist du. Ui. Unser Pizzabäcker. Ich habe jetzt hier schon mal alles vorbereitet, bis mein Mann kommt. Und zwar hier schon mal die Pizza ausgerollt, mit Tomatensauce belegt, Salz, Pfeffer und noch Provence. Gerade der Provence habe ich auch mit drauf. Dann, was wir gerne auf die Pizza haben möchten. Einmal hier Aubergine habe ich ein bisschen angebraten. Zwiebeln, Champignons, Tomaten. Nur der Käse fehlt, den müssen wir noch besorgen. Jetzt, wenn mein Mann kommt, muss ich ihm leider sagen, dass er noch mal losgehen muss. Weil Käse muss ja auch mit auf die Pizza. Wir sind ja Vegetarier und keine Veganer und wir essen sehr gerne Käse, Valentin. Ne? Kleine Helfer. Jetzt hoffe ich doch mal, dass er noch mal losgeht. Hallo, hallo, mein Schatz. Ah, du musst eine Pizza machen. Schatz, ja. Du müsstest mir noch einen Gefallen tun. Ah, was? Wir haben keinen Käse für die Pizza. Oh, nee, Schatz. Und ich konnte dich nicht anrufen. Ja, wieso denn nicht? Ja. Wieso denn nicht? Kannst du mit dem Valentin noch mal los? Mit dem Valentin auch noch? Ja. Was gibt's denn dafür? Eine Pizza. Eine leckere Pizza. Dann bleib ich wieder zu Hause. Außerdem, der Sack ist was von Leute. Also der Fußsack. Ich geh jetzt schnell mit dem Auto. Mit dem Auto fahr ich jetzt nochmal, das steht schon in der Garage. Wenn dann lauf ich mit. Kannst du mit dem Cruiser fahren? Ja, nein, ich hab's angebaut. Achso. Ja, dann geht's schnell und dann, ich hab schon alles vorbereitet. Wenn ihr kommt, dann essen wir. Tut mir leid. Schaut mal, welche leckere Pizza wir da gezaubert haben. Valentin hat ja tatkräftig mitgeholfen. Käse ist auch noch gekommen. Mein Mann, mein Schatz, hat den Käse besorgt. Und ja, wir genießen jetzt die leckere Pizza. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Tschüss. Guten Morgen, meine Lieben. Es ist bereits der nächste Tag und wir haben es nicht mal 8 Uhr. Wir sind heute wieder zeitig aufgestanden. Unsere Nacht war jetzt auch wieder nicht so prickelnd, aber wir sind ja alle noch etwas erkältet und da ja, bekommt Valentin nicht richtig Luft und ich muss dann auch immer ständig husten, weil ich so einen Hustenreiz habe. Und dementsprechend sind wir schon seit 5 Uhr wach. Er hat auch schon was zum Essen bekommen. Ich habe ihm einen Obstteller gemacht. Dann hat er etwas Kefir getrunken. Warte mal, Valentin, ich mache dir auf. Jetzt bekommt er noch seine Spirulina. Die isst er sehr gerne jeden Morgen. Das mag die kleine Maus.
Ich muss nur ein bisschen leiser reden, weil Theodor schläft nämlich noch im Wohnzimmer. Den lasse ich dann immer ein bisschen noch schlafen, wenn wir so früh aufstehen, weil der hatte dann auch nicht so viel geschlafen nachts. Magst du noch was, Valentine? Ha? Magst du noch welche essen? Ja? Schau mal. Kannst du welche essen, ne? Ja, aber so ist das halt momentan, da müssen wir durch. Ich freue mich natürlich dann auch wieder auf die Zeiten, wo wir ja einigermaßen gut schlafen, weil am Anfang, wo ja Theodor geboren ist, wo er dann zu uns gekommen ist, waren ja die Nächte auch richtig toll. Und deswegen denke ich mir, ist halt jetzt nur die Phase, in dem halt Valentin krank ist und ich und pendelt sich alles wieder ein. Ich mache mir meistens früh immer einen Ingwertee mit Honig, jetzt auch gerade, wenn ich krank bin. Hilft das richtig gut. Wir machen ja den Ingwertee selbst, weil wir so eine Saftpresse haben, beziehungsweise so einen Slowjuicer. Und da macht mein Mann den Ingwertee regelmäßig selbst. Einfach Ingwer und Zitrone auspressen und dann bekommen und dann noch ein bisschen Honig dazu. Und es ist richtig, richtig gut bei Halsschmerzen. Und was ich mir heute noch gemacht habe, ist ein leckerer Kakao. Der ist natürlich auch selbst gemacht. Es geht ganz einfach. Wasser, Mandelmus, ein bisschen Kokosblütenzucker und Kakao gemischt, aufkochen. Und dann hat man wirklich einen super tollen Kakao. Heute früh auch schon meine Haare gewaschen. Wenn mein Mann da ist, der steht ja vor uns auf. Und wenn mein Mann dann noch da ist, dann versuche ich so schnell wie möglich alles zu machen, was ich jetzt ohne ihn ja schwer machen kann. Haare waschen ist so Sache. Ja, pst, leise sein, Valentin, Baby schlafen. Na, Valentin, musst du leise sein. Leise sein, Valentin. Ich muss jetzt noch ein bisschen den Haushalt schmeißen. Ich habe noch Wäsche, die ich zusammenlegen muss. Jeden Tag fällt bei uns so viel Wäsche an. Aber klar, bei zwei Kindern und ja, wir machen ja auch ständig was dreckig. Oder der Kleine, das hat einen voll und dann muss man es ja gleich in die Wäsche tun. Deswegen hat man immer jeden Tag viel Wäsche und immer was zu tun. Bin ich mit der Wäsche endlich fertig. Hatte vorher noch was zum Zusammenlegen und wir hatten zusammen, Valentin und ich, auch noch gerade die Wohnung ein bisschen sauber gemacht. Wir sind Staub gewischt und Staub gesaugt und da hilft der kleine Mann mir immer recht gut. Heute ist es leider draußen nicht so toll. Es regnet die ganze Zeit. Und ich hoffe, dass wir wohl Nachmittag ein bisschen rausgehen können, weil sonst bekommen wir hier den Lagerkoller. Ja. Wenn man natürlich schon so früh aufsteht um 5 und dann ja die ganze Zeit, weiß man dann wirklich nicht mehr so richtig, was man anfangen soll mit den Kindern. Vorhin war er auch schon schlafen. Vorhin hat der Valentin auch schon ein Stündchen geschlafen. Sein Vormittagsschläfchen macht er ja immer so zwischen 9 und 10. Und ja, Theodor hat auch geschlafen und jetzt schläft er ja auch noch. Die Babys, die brauchen ja eh immer ein bisschen mehr Schlaf. Ich möchte jetzt ganz gern noch unseren Adventskalender befüllen. Und zwar habe ich hier einen Adventskalender, der ist schon etwas älter. Aber ich habe mir gedacht, für dieses Jahr reicht es auf jeden Fall noch. Das ist viel zu schade, um jetzt weggeworfen zu werden. Den habe ich auch noch gar nicht benutzt. Den habe ich auf dem Dachboden gefunden. Und ich finde, es passt ganz gut dieses Jahr.
Valentin bekommt ja etwas in den Adventskalender. Theodor ist einfach noch zu klein dafür. Und ich habe da ein paar Sachen gekauft für den Valentin und die zeige ich euch jetzt mal. Ich habe gedacht, solche Schleichtiere, damit spielt er immer sehr, sehr gerne. Und weil er noch gar nicht so viele Autos hat, bekommt er solche Matchbox-Autos. Ich glaube, dass es ihm sehr gut gefallen wird, weil er doch gerne mit Autos spielt. Und total süß. Das ist zum Beispiel ein Hase, ein Pferd, ein Huhn. Dann haben wir hier einen Wüstenfuchs, steht drauf, den sieht man jetzt leider nicht. Dann hier, das ist ein Geier. Und ein Tigerjunges in Weiß. Und das kommt jetzt, ich glaube, ich lasse die so in den Beutel drinnen und stecke die dann hier einfach mal mit rein. Das reicht natürlich jetzt noch nicht. Ich muss mir da auf jeden Fall noch was überlegen, weil es fehlt auf jeden Fall noch die Hälfte. Ich möchte auch ein bisschen noch Süßigkeiten mit reinmachen, da werde ich aber bestimmt was selber machen und mal schauen, wie ich das hinbekomme, weil es muss ja auch halten. Und vielleicht bekommt er noch irgendwie so Flummis oder Knete. Muss mich jetzt aber sputen, weil es ist ja schon Mitte November und bald geht es ja los, ne? So, ich habe jetzt soweit alles befüllt, was ich habe. Aber es fehlt natürlich noch einiges. Ich hoffe auch, dass ich bis dato alles zusammenbekomme, weil es fehlt auf jeden Fall noch die Hälfte. Der Nachmittag neigt sich jetzt dem Ende zu. Mein Mann müsste dann auch ja in einer Stunde ungefähr nach Hause kommen. Ich muss jetzt dann noch was zum Abend kochen. Mal schauen, ich habe mir gedacht, dass ich einen Gemüse-Eintopf heute mache, weil wir immer noch ein bisschen erkältet sind. Und dann würde ich da Ingwer und ein bisschen Chili ranmachen. Mal schauen, nicht zu scharf, weil unser Sohn kann ja noch nicht so scharf essen. Und dann würde ich sagen, beenden wir das Video an dieser Stelle und wir sehen uns beim nächsten wieder. Macht's gut, ciao!